Hallo liebe Rangers, heute kommt für euch ein Bastelvideo. Ostern steht ja vor der Tür und da habe ich eine Idee für euch, wie ihr euer Zuhause dekorieren könnt oder aber auch eine Kleinigkeit habt, um die zu verschenken. Und zwar möchte ich mit euch so ein süßes kleines Küken basteln aus so einem Bonbon. Und wie das genau geht, das erkläre ich euch hier Schritt für Schritt. Und dann könnt ihr es zu Hause einfach nachbasteln. So, als erstes würde ich euch mal die Materialien zeigen, die man da dafür braucht. Und zwar braucht ihr ein Stück Karton, um eine Schablone zu machen. Entweder könnt ihr den Kreis mit einem Zirkel machen oder aber auch ganz einfach, zum Beispiel mit einem Glas und einem kleinen Deckel. Dann braucht ihr natürlich eine Schere, um das auszuschneiden. Ihr braucht Wolle, in dem Fall natürlich gelb, um eine Küken zu machen. Eine Stopfnadel, die ist stumpf und hat ein großes Loch. Die braucht man am Ende, wenn man das umwickelt hat. Außerdem braucht ihr dann für den Schnabel und für die Augen noch ein bisschen schwarz und orangenes Papier. Eine spitze Schere, um die Wolle nachher durchzuschneiden. Und für die Augen zum Ausstechen ist so ein Locher ganz super. Und eben noch ein Uhu, um das aufzukleben. Gut, dann starten wir. Als erstes braucht ihr eure Pappe. Ich nehme am besten ein Glas, das hat auf jeden Fall auch jeder zu Hause. Und wir machen auf unsere Pappe einfach zwei Kreise. Weil man braucht die Schablone zweimal. Ja? Einfach außenrum. So, und um den Mittelkreis zu machen, wie gesagt, könnt ihr zum Beispiel einen kleinen Deckel nehmen oder auch eine kleine Münze. Und möglichst in der Mitte von den großen Kreisen macht ihr jetzt nochmal einen kleinen Kreis. Ja? Auch wieder an beiden. Dann braucht ihr die Schere und ihr schneidet beide Kreise aus, sowohl der äußere als auch der innere. Okay, ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. So sieht es aus, wenn das ausgeschnitten ist und ihr braucht es zweimal und ihr legt es dann so übereinander. Wir machen den kleinen Pompon, deswegen sind auch die Kreise ziemlich klein. Okay, als nächstes brauchen wir dann die Wolle und dann nehmen wir jetzt mal so viel, so weit wie eure Arme auseinander gehen und das Ganze dann doppelt. Ja, dann sind wir ein bisschen schneller fertig. So. Dann schneiden wir durch. Genau, und auf der anderen Seite können wir es auch durchschneiden. So, und jetzt legen wir los. Und zwar gehen die offenen Enden, legen wir außen hin, halten das mit dem Daumen fest und dann fädeln wir das durch das Loch durch, legen es außen rum und gehen wieder durch das Loch. Machen wir jetzt am besten über den Anfang so zweimal drüber, damit es ein bisschen fixiert ist. So, das rutscht mal weg. So, jetzt. Genau. Und jetzt geht es einfach hier im Kreis. Immer durchfädeln, so dass man am Ende das ganze Pappstück eingewickelt hat. Und wenn ihr mit einem Stück Wolle am Ende seid, dann nehmt euch einfach wieder ein neues Stück und macht weiter. So lang, bis ihr nicht mehr durch das Loch durchkommt. Also ihr wickelt die Wolle einmal schön um die ganze Schablone, dass sie nicht mehr zu sehen ist. Und dann einfach weiter, immer dichter, so lang, bis euer Schablone, euer Pompon dann so aussieht. Ihr seht, hier kommt ihr schon immer mit dem Finger durch, deswegen braucht ihr jetzt eure Nadel. Und mit der Nadel könnt ihr in der Mitte noch durchfahren. Und so, jetzt sind wir fertig, so ist gut. Und jetzt brauchen wir unsere Schere, und zwar eine spitze Schere, die die Wolle auch gut schneidet. Die kleinere braucht vielleicht ein bisschen Hilfe von den Eltern oder von größeren Geschwistern. Also gut, ihr bereitet euch jetzt am besten
ein Stück Wolle vor. Das habe ich auch gleich doppelt genommen. Das muss nicht so lang sein. Das ist, um den Pompon in der Mitte zusammenzubinden. Jetzt nehmt ihr den und eine Schere, wie gesagt, die sollte spitz sein und Wolle auch gut schneiden können. Und jetzt schneidet ihr hier oben am Rand die Wolle durch. Der Anfang ist ein bisschen kompliziert. Und dann könnt ihr aber zwischen den beiden Schablonen mit eurer Schere rein und das durchschneiden. Also man schneidet das jetzt einfach ringsrum auf. Und wie gesagt, mit der Schere hier zwischen beide Schablonen. Und dann geht es auch richtig gut, wenn man dazwischen drin ist. So. Okay, jetzt habe ich es einmal ganz durchgeschnitten. So sieht es dann aus. Und jetzt brauchen wir unsere Wolle. Und jetzt gehen wir wieder zwischen die beiden Schablonen. Ja? Da legen wir unsere Wolle dazwischen. So. Einmal außenrum. Und dann machen wir in Knoten rein. Ich mache einen Doppelknoten. Und ich drehe das Ganze und mache auf der anderen Seite nochmal den Knoten, damit es auch wirklich hält. So, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Die Schablone müssen natürlich weg. Ja? Und entweder man nimmt die Schere und schneidet hier durch. Da muss man allerdings aufpassen, dass man nicht am Ende den mittleren Faden durchschneidet. Oder die Pappe kann man auch ganz einfach reißen und so kann man die Schablone wegmachen. So, und wie ihr seht, ist unser Pompon fertig. Aber er sieht noch nicht so schön aus und deswegen müssen wir jetzt einfach mit der Schere den zurechtschneiden. So, also ich schneide ihn jetzt zurecht. Und guck, dass ich eine schöne Kugel draus machen kann. So, die eine Seite sieht schon ganz gut aus. Jetzt muss die andere noch ranhalten. Okay, ich habe das jetzt zurechtgeschnitten. Ihr seht, der hat ein paar Federn lassen müssen, aber jetzt haben wir eine schöne runde Kugel. Jetzt müssen wir nur noch Augen, Schnabel und Füße dran kleben und schon ist unser Küken fertig. Deswegen brauchen wir jetzt unser farbiges Papier. Genau, wenn ihr das Papier doppelt nehmt, so ein kleines Stück, und dann mit der Schere einfach ein Eck reinschneidet. So, und schon habt ihr einen Schnabel. Für die Augen nehmen wir das schwarze Papier und locken. Machen einfach zwei Löcher. Genau, holen das natürlich aus dem Loch raus. Und dann haben wir schon zwei wunderbare Augen. Und die Füße, die sehen circa so aus. Das dürft ihr einfach aufmalen auf das Papier und ausschneiden. Alles klar, dann kleben wir jetzt alles noch auf, dass unser Küken ein Gesicht kriegt. So. Schnabel. Natürlich vorsichtig mit dem Kleb. Und ihr habt bestimmt alle auch eine Unterlage drunter, dass der Tisch nicht voll Kleb wird. So, und jetzt noch die Füße. So, und fertig. So, und jetzt könnt ihr euer Küken einfach aufhängen, vielleicht einen Zweig mit Ostereier. Oder aber, was auch eine tolle Möglichkeit ist, ich habe da oben die Bändel abgeschnitten. Und jetzt setzen wir es als frisch geschlüpftes Küken in ein sauberes, gut ausgewaschenes
Ei. So finde ich, sieht es auch richtig süß aus. Aber natürlich kann man auch so Pompons nicht nur Küken machen, ja. Man kann ja auch ganz andersfarbige Pompons machen. Und da könnt ihr mal eure Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe auch mal was versucht. Das hier soll eine Katze sein. Vielleicht seid ihr noch viel kreativer und habt viel bessere Ideen und könnt es auch viel besser noch machen wie ich. Also probiert das aus, seid kreativ, habt Spaß dabei und ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!